Bitte lass mich in Ruhe. Ich bin doch ein kleines Kind und ich habe mich hier im Wald verlaufen. Ich will zu meiner Familie wieder zurück. Was wollt ihr von mir? Keine Widerworte, Kleiner. Steig jetzt sofort ein. Genau, oder wir werden andere Maßnahmen einsetzen. Los, einsteigen jetzt. Ja, ist ja in Ordnung. Ich steige hier schon in euren Helikopter ein und... Oh, hey, Freunde. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, ihr seht es, ich werde hier gerade entführt. Bin hier gerade im Wald am Spazieren. Ich habe mich hier einfach verlaufen im Wald und auf einmal stehen diese Männer hier vor mir und wollen mich in ihren Helikopter reinnehmen. Ich will nicht da einsteigen. Doch, du kommst jetzt sofort mit uns. Einsteigen, haben wir gesagt, oder wir werden dich erledigen. Ja, los, rein mit dir jetzt. Ja, ist in Ordnung. Ich steige schon ein. Alter Schwede, ich würde sagen, oh Gott, wir müssen jetzt sofort hier in den Helikopter einsteigen. Los, jetzt ist drinnen. Fliegen wir los. Oh, wohin wollt ihr mich bringen? Wohin geht die Reise? Halt die Klappe hinter, wirst du schon früh genug erfahren. Oh nein, nein, Freunde, ich werde jetzt einfach von diesen zwei Männern entführt. Und wir fliegen jetzt einfach ganz, ganz weit weg von meiner Familie mit dem Helikopter. Lass mich hier sofort raus, lass mich jetzt hier sofort raus. Ah, Boss, der Kleine nervt richtig. Wenn du unbedingt raus willst, dann hier, hast du deine Freiheit, schmeiß ihn raus. Hä, warte mal, nein, nein, nein. Ah, was soll das? Was soll das? Und da fliegen sie einfach wieder weg. Ich glaube es ja nicht, Freunde. Und wo ist mir hier bitte gelandet? Oh nein, ich möchte wieder zurück zu meiner Familie. Wir wurden jetzt hier einfach irgendwo im Wald rausgeschmissen. Hallo, hört mich denn irgendjemand? Alte Schwede, wir sind jetzt hier wirklich komplett auf uns alleine gestellt. Was geht ab? Moin, moin, Mr. Hase. Ich kann hier einfach ein Hase werden. Komm, wir hoppeln einfach auch hier so boing, boing, ein bisschen rum wie so ein kleiner Hase. Aber ich glaube, die haben auch keinen Bock auf mich. Hey, was wollt ihr von mir? Ich kann auch ein Hase werden. Oh Mann, Freunde, was sollen wir jetzt tun? Allein hier im Wald einfach. Oh Gott, keiner ist einfach hier weit und breit in sich. Aber ich finde hier einfach... Oh, keine, warte mal, was ist das denn? Habt ihr das gesehen, Freunde? Das ist ein Zelt oder irgendwie sowas. Vielleicht ist da ja irgendwer. Wir schauen mal nach und tatsächlich, da ist sogar ein Wohnwagen. Alte Schwede, was geht denn da? Ich glaube, hier wohnt vielleicht wer. Und moin, moin, wir schauen mal kurz rein. Hier ist auf jeden Fall ein Wohnwagen und warte mal, war das irgend so eine Alarmanlage? Es tut mir leid, alte Spiele, Freunde. Was geht ab? Oh Gott, ich glaube, wir wohnen jetzt endlich ganz, ganz schnell. Wir gehen aus dem Wohnwagen raus und... Hey, hey, hey! Hey, Kleiner, was machst du da in unserem Wohnwagen drinnen? Au, 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 au! Oh, es tut mir sowas von leid. Bitte tut mir nichts an. Ich bin hier alleine im Wald. Ich wurde einfach rausgeschmissen. Ich wurde von zwei Männern entführt. Und wo bin ich hier? Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen? Ja, Kleiner, kein Problem. Setz dich gerne dazu. Hey, was willst du denn, Mr. Noob? Okay, vielen Dank. Ich setze mich zu ihnen. Oh Mann, mir ist total kalt. Hier am Lagerfeuer ist es wirklich schön warm. Und ich wurde von zwei Männern entführt. Habt ihr vielleicht ein bisschen was zum Essen noch für mich? Hey, was beleidigst du mich, ey? Der Noob hat dich nicht beleidigt. Er hat gesagt, wir haben im Wohnwagen noch ein Hütchen drinnen. Hol dir es gerne raus. Oh, viel Dank, Noob. Oh Gott, ich habe wirklich so krass viel Hunger, Freunde. Was geht denn da? Wir schauen sofort hier nach. Und tatsächlich, ein rohes Chicken. Alter Schwede, was geht denn hier bitte ab? Nein, ich würde sagen, besser als nichts. Wir essen jetzt sofort das rohe Chicken. Vielen Dank. Boah, das tut wirklich sehr, sehr gut auf jeden Fall. Und Dankeschön, dass ihr mich hier aufnimmt bei euch. Ach, Alter, wie laut schnarchst du dann, Mr. Noob? Oh Gott, es ist schon dunkel geworden. Kleiner, ich würde dir raten, lieber wegzugehen von uns. In der Nacht ist es viel zu gefährlich hier. Was? Nein, ich will doch bei euch bleiben. Was ist denn los? Hier in der Nähe lungert es nur von Vampiren, die dein Blut aussaugen wollen. Warte mal. Vampire, die mein Blut aussaugen wollen? Ja, Noob, ich habe schon verstanden, was mit Aussaugen gemeint ist. Oh Gott, okay, ich gehe schon. Aber pass gut vor den Vampiren auf, Kleiner. Oh ja, ich passe ja schon sehr, sehr gut auf. Ich bin ein erfahrener Überlebenskünstler und... Oh, schnell weg hier. Oh Gott, Vampire. Überall hier sind irgendwo Vampire am Start. Freunde, warte mal, was ist das denn da? Das ist ein riesengroßes Haus. Vielleicht können wir da übernachten heute oder irgendwie sowas. Jetzt ganz, ganz schnell. Wir gehen sofort dahin. Alter Schwede, guckt euch dieses riesengroße Haus einfach mal an. Was
Maskenländer ab und sieht sehr, sehr verlassen aus. Auch hier mit dem Baum und sowas. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, ob da drin überhaupt irgendwer wohnt oder irgendwie sowas. Oh Gott, wir gehen jetzt hier sofort nach oben. Es ist dunkel, wir müssen irgendwo schlafen. Wir können nicht draußen schlafen. Hier gibt's überall Vampire, haben sie gesagt. Ich würde sagen, wir klopfen hier mal und hallo? Ja? Macht irgendwie die Tür auf, ist irgendwer da? Und... Warte mal, hallo? Hey, Kleiner, was machst du denn hier um die späte Uhrzeit? Ich bin hier allein, ich wurde hier entführt und hingebracht und ich wollte Sie fragen, ob ich bei Ihnen vielleicht bleiben kann für eine Nacht. Ja, gerne, kein Problem, hereinspaziert. Okay, Freund, ich würde sagen, vielen, vielen Dank, alter Schwede. Wie sieht die denn aus? Die sieht ja wirklich total gruselig aus, ey. Wir schauen uns mal hier ein bisschen um. Was haben wir hier drin? Und, oh Gott, ich glaube, da gehe ich am besten nicht hin. Da ist sogar so eine Fledermaus, ey. Und, alter Schwede, und hier wohnt ich also. Was haben wir hier? Wir haben hier auf jeden Fall so ein Esstisch. Das ist ein riesengroßes Schloss hier. Ja, fühle ich wie zu Hause bei uns. Okay, ich fühle mich ja wie zu Hause. Oh, alter Schwede, so viel Essen habt ihr auf jeden Fall am Start. Dann haben wir... Warte mal, was ist das denn hier? Ja, keine Angst, Kleiner, du bist der Nächste. Warte mal, wie, ich bin der Nächste? Nein, was habt ihr getan? Warte mal, du bist eine Vampirin. Ja, und jetzt will ich dein Blut aussaugen. Nein, was passiert hier? Rennt weg, Freunde. Oh Gott, ganz, ganz schnell. Oh nein, was hab ich tun? Alter Schwede, so viel Blut. Was geht hier bitte vor sich? Oh, ganz, ganz schnell. Oh nein, und was ist denn hier los einfach? Oh Gott, das sieht ja schrecklich aus. Ja, da bist du ja, Kleiner. Nein, renn. Oh Gott, was passiert hier? Wo bin ich hier gelandet? Wir müssen uns irgendwo verstecken. Versteck, alte Schwede. Oh nein, sie will mein Blut aussagen. Sie will mein Blut aussagen, Freunde. Ganz, ganz schnell, wir müssen hier raus. Und, oh nein, die Tür ist verschlossen. Renn und, oh Gott, sie ist da. Wolltest du schon abhauen? Bleib schön hier. Ach, ich liebe dein Blut. Bitte tu mir nichts an, liebe Vampirenfreunde. Schreib jetzt alle eine 1 in die Kommentare, wenn du mir jetzt helfen willst, dass wir das Ganze überleben. Und eine 2, wenn du denkst, wir schaffen es nicht. Und like jetzt das Video, Freunde, wenn du uns dabei helfen willst, von dem Vampirmädchen abzuhauen. Also alle einen Daumen nach oben geben. Das würde mich sehr, sehr freuen. Aber ich glaube, ich trinke das Blut nicht alleine. Hey, Manfred, komm auch mal her. Aha, da bin ich ja, Schatz. Und wen hast du denn da gefunden? Ein junges Kind. Oha. Warte mal, von wo kommst du denn auf einmal? Ich kann mich jederzeit, wenn ich will, in eine Fledermaus verwandeln. Ahaha. Hey, Kleiner, ich bin jetzt die Fledermaus und ich verwandle mich jetzt wieder zurück. Oh, das ist ja wirklich total gruselig. Was wollt ihr jetzt machen mit mir? Was wollt ihr machen? Lass mich hier raus. Ich will nicht von Vampiren adoptiert werden. Du bleibst schön da, wo du bist, Kleiner. Ich liebe das Blut, vor allem das Blut von kleinen Kindern. Renn. Oh Gott, was passiert hier? Alter Schwede, schaut euch das mal an, was hier die Vampirfamilie gemacht hat. Alter Schwede, sie saugt das Blut aus. Sie saugt von jedem das Blut aus. Ja, bleib still. Oh nein, Freunde. Was sollen wir tun? Hier ist irgendwie hier so diese Gruselkammer. Lass mich in Ruhe. Oh nein. Sackgasse. Schnell. Hier weg hier. Bleib stehen oder wir saugen dein Blut aus. Ja, es ist ja in Ordnung. Ich bleib hier stehen. Hab doch keine Angst vor uns. Vielleicht können wir dich ja sogar adoptieren. Genau, du könntest unser Kind werden. Warte mal, ich euer Kind werden, das bedeutet, ich werde auch ein Vampir. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wir werden dich zu unserem Kind adoptieren, hast du verstanden? Wow, alte Schwede, was passiert hier? Oh Gott, Freunde! Oder was passiert das mit dir? Wow, ist in Ordnung. Ich hab euch ja nichts getan. Alter Schwede, was passiert hier? Was wollt ihr von mir? Oh Gott. Wir werden verfolgt. Alter, euer Haus fackelt ab. Jetzt löscht man hier alles jetzt ganz, ganz schnell. Oh Gott. Du hast unser Haus gerettet. Ich sag's doch. Wir werden dich adoptieren. Du wirst jetzt unser Kind werden. Ich weiß ja nicht so recht, was ich davon halten soll, Freunde, wenn ich jetzt zur Vampirfamilie gehöre. Aber hey, was ist das hier für ein Raum? Den kenne ich ja doch gar nicht. Habt ihr mir noch gar nicht gezeigt. Das hier ist das Wohnzimmer. Bedien dich ruhig auch am leckeren Essen.
Das hier ist das Wohnzimmer, okidoki, Freunde. Hier können wir ein bisschen so Fernsehen gucken. Und die wollen mich jetzt wirklich in ihre Familie aufnehmen und adoptieren. Ich glaube es ja nicht. Draußen ist auch dunkel. Es regnet wirklich total. Wir müssen hier wirklich heute drinnen bleiben. Und alter Schwede, so viel essen. Ich würde sagen, wir gehen mal hier sofort in die Küche. Fühl dich bei uns wie zu Hause. Okidoki, das mache ich auf jeden Fall. Und das macht mir immer noch total viel Angst dort drüben. Aber naja, solange sie mir nichts antun, ist alles in Ordnung. Alter Schwede, was haben wir hier? Oh, so ein Hühnchen. Hühnchen will ich jetzt gerade essen. Och, ich habe wirklich sowas von Hunger. Miau, miau, miau. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich wirklich in eure Familie aufnimmt. Kein Problem. Und du bist jetzt ein Teil von uns. Willkommen in der Familie, liebes Vampirkind. Warte mal, was meint ihr? Freunde, was ist denn mit uns passiert? Wir sind jetzt einfach auch ein Vampir geworden. Alte Schwede, wir wurden jetzt von der Vampirfamilie adoptiert und sind jetzt selber zum Vampir geworden. Was geht denn da? Ich komme gleich. Ich muss jedem zeigen, dass ich ein Vampir bin. Ja, pass gut auf dich auf, Kleiner. Freunde, wir sind jetzt einfach ein Vampir geworden. Schaut euch das Ganze mal, wie wir jetzt einfach aussehen. Und ich würde sagen, wir werden jetzt mal hier unsere alten Freunde Joel, den Noob und den anderen, den wir beim Campen getroffen haben. Wir werden die beiden jetzt mal richtig erschrecken. Und ich bin ein Vampir. Der Noob hat schon richtig Angst. Ich werde euer Blut aussaugen. Hol die Waffe, Noob, hol die Waffe. Wir erschießen ihn. Alte Schwede, nee. Beruhigt euch mal ein bisschen. Ich bin es, Centix. Ich wurde von der Vampirfamilie adoptiert und bin jetzt selber ein Vampir geworden. Ich bin aber lieb. Was? Du wurdest von den Vampiren entführt und dir wurde nicht das Blut ausgesaugt. Da kannst du von Glück reden. Oh ja, ihr müsst keine Angst haben. Ich werde euch nichts antun. Ha, Noob, beruhig dich. Der versteht das immer noch nicht, das Ganze. Aber der Freund, ich denke mal, das soll es gewesen sein. Wir wurden jetzt tatsächlich von einer Vampirfamilie adoptiert und sind jetzt einfach selber ein Vampir geworden. Was geht denn da ab? Und da würde ich aber sagen, Freunde, das ist im heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Centix Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüss.